Hallo Freunde und willkommen auf meinem Kanal, auf dem ich euch heute mal wieder ein tolles Hörspiel vorstellen werde. Also seid gespannt! Das Video, das ich euch heute vorstellen werde, ist eine weitere Sonderfolge der drei Fragezeichen mit dem vielsagenden Namen Brainwash. Das Besondere an dieser Folge ist, laut Aufschrift auf der Rückseite, ist es eine Folge, die eigentlich in den 80er Jahren erfunden wurde und dann vergessen wurde, um dann in den 2000er Jahren neu aufgearbeitet und vertont zu werden. Naja. Es sind auch sehr viele 80er-Jahre-Elemente dabei, zum Beispiel die gute alte Drei-Fragezeichen-Titelmusik, die manche Leute hassen. Naja. Und es gibt auch viele 80er-Jahre-Anspielungen wie Pac-Man und dass CD eine völlig neue Erfindung sei, aber naja. Und das ist die Folge der Drei-Fragezeichen, die ich euch heute vorstellen möchte, in der Folgendes passiert. Also. Die drei Fragezeichen stellen fest, dass innerhalb einer Woche gleich zwei ihrer Bekannten spurlos verschwunden sind. Nämlich einmal ein Junge, den Justus aus einem Computerclub in seiner Schule kennt, und zweitens ein Musiker aus einer Band, die bei Sex Sandler unter Vertrag ist, bei der Bob hin und wieder aushilft. Die drei Fragezeichen stellen fest, dass beide vermutlich bei der Sandria-Sekte gelandet sind, eine Sekte, für die sich beide Verschwundene kurz zuvor noch interessiert zu haben schienen. Darum nehmen die drei Fragezeichen diese höchst brisante Spur auf und fliegen nach New York, um die Sekte dort zu infiltrieren. Doch es dauert nicht lange, bis die drei Fragezeichen selber in die skrupellosen Machenschaften der Sekte verwickelt werden und mehr ihren freien Willen zu verlieren scheinen. Justus wird sogar einer Gehirnwäsche unterzogen und nur mit letzter Kraft und Willensstärke gelingt es ihm, diesem heimtückischen Einfluss zu entziehen. Peter und Bob geht es auch nicht viel besser. Doch letzten Endes läuft alles auf ein spektakuläres Finale hinaus, in dem sich zeigen wirkt, ob freier Wille und die Liebe zur Freiheit über Gehirnmanipulation und Massensuggestion gewinnen wird. Und nun kommen wir zu dem Punkt, an dem ich euch meine Meinung über diese Folge von den drei Fragezeichen erzählen werde. Also, ich würde sagen, diese Folge packt ein paar Themen an, die es so vielleicht nie in der Hauptreihe der drei Fragezeichen gegeben hat, so wie Gehirnwäsche, Gedankenmanipulation und so weiter. Auf der anderen Seite gibt es am Ende ein paar Themen, die ich vielleicht ein bisschen unlogisch gefunden hätte. Also, wenn ich diese Folge als Kind gehört hätte, wäre ich wahrscheinlich ein bisschen eingeschüchtert gewesen. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, gebe ich der Folge, sagen wir mal, 4,5 von 5 möglichen Punkten. Das ist aber natürlich nur meine Meinung. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich freue mich über jede konstruktive Diskussion. Von dieser Reihe aus Folgen, die eigentlich aus den 80er Jahren stammen und jetzt neu aufgelegt wurden, gibt es übrigens noch zwei weitere, die ich euch gerne auch vorstellen würde, wenn ihr Interesse hättet. Das war's dann aber erstmal von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch ein Like da, schreibt einen netten Kommentar und am besten abonniert ihr mich auch noch. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und bis dann, macht's gut!